Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem kleinen Webseiten-Update. Vorausgesagt, ein Comic ist schon drauf. Ich muss es nur noch hier richtig einstellen. Weil im Moment habe ich hier den Reiter, der erste Comic heißt ja die Ankunft der Seelenreiter, aber wenn er drauf kommt, sieht man noch nichts. Klickt man auf den Comic, sieht man die erste Seite. Das muss ich natürlich noch alles umstellen und mein Stiefvater, der mir jetzt immer dabei hilft, weil er scannt ja die Seiten, weil er hat den Scanner, ja. Mein Scanner ist leider vor Jahren mal, naja, sagen wir mal so, dieser Scanner ist alt gewesen, der ist jetzt zugrunde gegangen. Deswegen müssen wir jetzt den Scanner von meinem Stiefvater nehmen. Und sein PC war ja wochenlang kaputt. Deswegen konnten wir auch nicht scannen. Und es ging nur auf deinem PC anscheinend am besten. Weil er hat so einen super tollen Scanner, wo man nicht mal jetzt einzelne Blatt einlegen muss. Und der Scanner zieht die Blätter durch und dann wird das sofort gescannt. Aber auf jeden Fall Comic 1 ist schon hier drauf. Und ihr müsst ja aufpassen, wenn ihr auch weiter drücken wollt, also für die Zukunft. Hat mich nämlich auch sehr getriggert, da passiert nichts. Klickt aber genau auf diesen blauen Pfeil, dann geht es anscheinend wo weiter. Und dann könnt ihr es auch anklicken und vergrößern, aber das muss ich irgendwie noch optimieren, weil wenn man sehen kann, zumindest das erkennt man jetzt natürlich im Video nicht genau, wenn ihr aber auf der Seite seid. Man kann das schon einigermaßen gut lesen, aber es ist für mich irgendwie immer noch nicht nah genug. Also ich kann das so lesen, aber vielleicht gibt es da Leute, die halt das nicht so gut erkennen können und ich möchte es halt vereinfachen, dass ihr halt auch alles lesen könnt und schön nah genug ranzoomen könnt. Also ich finde es noch nicht ganz optimal, sagen wir es mal so. Also das sind die gescannten Seiten, also nicht wundern. Nach und nach wird der Comic auch mehr digitalisiert. Ich habe auch schon ein paar Seiten digital. Manche hatte ich schon digital, war aber nicht zufrieden, deswegen mache ich sie nochmal neu. Aber das kommt jetzt nach und nach. Und den dritten Comic, ich habe ja Band 1, also Episode 1, sage ich mal, besteht aus zwei Comics. Episode 2 mit Celia und dem Pine Hill House besteht ja aus einem Comic. So, und Episode 3 will ich dann auch eigentlich digital anfangen. Und sobald auch mal auch alles hier drauf ist, damit ihr alles nachlesen könnt, fange ich dann auch mit Episode 3 an. Aber erstmal will ich natürlich alles auf Vordermann bringen, damit ihr schon mal die Seiten vernünftig lesen könnt. Ja, aber es geht so einigermaßen, aber ich hätte schon gerne so eine Option, dass man das mehr ranzoomen kann. Das ist nicht die gleiche Qualität, wie als würde man meine Bleistiftzeichnung in der Hand halten, aber ich digitalisiere das ja alles nach und nach. Müsste halt nur ein bisschen Zeit geben, weil das ja eigentlich wirklich nur ein Hobby nebenbei ist. Es ist ja nicht mein Beruf, sondern wirklich nur ein Hobby nebenher, das ich schreibe. Und da dauert das immer ein bisschen, aber irgendwann wird dann auch alles digital sein. Dann kann man auch alles vernünftig sehen und lesen. Das ist auf jeden Fall eines der größeren Updates, die ich jetzt schon fertig habe. Also Teil 1 von Episode 1 ist auf jeden Fall schon mal drauf. Nur ich würde halt schon gerne etwas mehr anpassen, damit man es besser lesen kann. So einigermaßen kann man das lesen, aber es gibt, glaube ich, auch eine Funktion, dass man mehr ranzoomen kann. Das muss ich noch herausfinden, wie das funktioniert. Aber ich dachte mal, vielleicht lese ich euch ja mal die einzelnen Charaktere vor, wenn das euch interessiert. Weil im Moment kommt ja noch nicht auf der Seite drauf. Generell ganzen Rechtschreibfehler. Ich habe noch keine Rechtschreibkorrektur gemacht, Leute. Also, ich habe noch keinen drüber gucken lassen. Ich habe erstmal die ganzen Texte jetzt grob vorgeschrieben. Natürlich, bevor ich die Seite hochladen will, werde ich auch als auf Fehler eben halt korrigieren. Vielleicht finde ich ja auch gleich welche, wenn ich die letzte hier vorlese. Dann würde ich mal sagen, ich lese euch die Soul Rider vor und dann danach die Darkcore-Leute. Ein paar mehr, aber ich lese euch jetzt mal alles vor. Rider Nummer 1, Lea. Also ich. Alter 23, Spitzname Nikki. Wer hätte es gedacht? Geschlecht weiblich, Lager Soul Rider. Geburtstag 5.7.1996. Rang Soul Rider in Klammern Sternenkreis. Bekannte Kräfte Heilung. Status lebt, Pferdstarschein ist ein Hengst. So. Wahrscheinlich wird auch im Laufe der Zeit sich auch immer hier was tun, wenn der Comic weiter voranschreitet, zum Beispiel mit dem Status lebt oder mit den Kräften oder
vielleicht Informationen, die wichtig sind. Aber jetzt fürs Erste wird das, glaube ich, denke ich mal reichen. Informationen. Lea war eine der ersten Soul Rider in der Gruppe, um Sitzgabe zu heilen. Sie hat rote lange Haare und blaue Augen. Sie gründete die heutige Schwesternschaft. Lea hat ein stürmisches Temperament, zumindest wenn sie sich öffnet. Sie bleibt meistens bei ihrer Meinung, selbst wenn sie mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Trotzdem ist sie immer für ihre Freunde da und hilft jeder Person, wo sie nur kann. Sie bringt gerne mit Menschen zusammen und zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Ihre größte Schwäche ist wohl, dass sie naiv ist und sich leider unterschätzt. Sirja. Alter 19. Geschlecht weiblich. Lager Soul Rider. Geburtstag, keine Angaben. Rang Soul Rider, Mondkreis. Bekannte Kräfte, kann durch Visionen die Vergangenheit in die Zukunft sehen. Status lebt. Pferd Raven Stute. Information. Sie war die zweite Soul Riderin in der Gruppe und besitzt die Gabe, durch Visionen in die Zukunft und in die Vergangenheit zu sehen. Sie hat sehr welliges, mittellanges Haar. Sie fing erst sehr spät mit dem Reiten an, aber man sieht es ihr nicht wirklich an, da sie gerade erst eine Anfängerin ist. Ihre Stute unterstützt sie sehr und reagiert schon perfekt bei jeder kleinsten Bewegung. Sie scheint recht modebewusst zu sein, auch wenn sie es selber nicht wirklich zugibt. Sie ist sehr ruhig, aber wenn man sie erst einmal richtig kennt, weiß man auch, dass sie gerne auf schwarzen Humor steht und sehr witzig ist. Sie ist immer für ihre Freunde da, auch wenn sie die zur Zeit eher weniger Zeit hat durch ihr Studium. Pia, Alter 22, Geschlecht weiblich, Lager Soul Rider, Geburtstag keine Angabe, Rang Soul Rider, Sonnenkreis. Bekannte Kräfte, kann ein Portal nach Pandoria öffnen. Status lebt, Pferd, Bella, Stute. Informationen, Pia ist die dritte Soul Riderin in der Gruppe und hat die Fähigkeiten, durch die Dimensionen zu reisen. Pandoria. Eine Welt des Chaos, jedoch ist diese Welt auch mit unserer verbunden und hat auch was mit der Göttin Aidin zu tun. Pia ist vielleicht nicht immer die mutigste, doch sollte man sie nicht unterschätzen. In der Salmos kämpft sie auch für ihre Freunde und beweist ihre wahre Stärke. Sie hat blaue Augen und mittellanges blondes Haar. Sie trägt meistens einen Zopf. Ihre ruhige Art zeigt sich auch auf der Reitweise mit Bella. Iana, Alter unbekannt. Könnte eigentlich auch ein Strich hinmachen. Ah, ich guck einfach mal. Geschlecht weiblich, Lager Soul Rider, Geburtstag, keine Angaben, Rang Soul Rider, Blitzkreis. Bekannte Kräfte, Soul Strike. Pferd, Bell Stute. Das war richtig witzig. Also, die haben sich beide nicht abgesprochen. Pia und Jana haben sich mit den Namen wirklich nicht abgesprochen, dass Bella und Bell rauskamen. Aber ich find's trotzdem so geil. Information, Jana ist die vierte Soul Rider. Ist die vierte Soul Rider. Ja, da haben wir schon den ersten Rechtschreibfehler. Könnt ihr alle gern behalten. In der Gruppe und ist auch diejenige, die Kriegerrolle spielt. Mit der Macht des Blitzkreises kann sie angreifen und Gegner paralysieren. Jana hat ein wahres Kämpferherz und ist mit Feuer und Flamme in ihrer Rolle. Sie zögert nicht, ihre Freunden zu helfen, weiß sogar, dass sie sich drum prügeln muss. Sie sagt auch immer sofort die Wahrheit, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Gott, man merkt schon, wenn man sehr viel vorliest, dass es blablab, immer so einen Waschlappen im Mund hat. Trotz ihres Mutes verbergt sich auch eine ruhige Art, auch wenn sie es nicht gerne zeigen will. Tessa, Alter 26, Geschlecht weiblich, Lager Soul Rider, Geburtstag, keine Angaben, Rang Soul Rider, Fragezeichen, Fragezeichen, bekannte Kräfte, Fragezeichen, Pferd Cinnamon, Hengst. Informationen. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Durch ein besonderes Ereignis, ich kann nicht mehr reden, Ereignis ist Tessa die fünfte Soul Riderin. In den Jahren nennen die Druiden das als ein besonderes Ereignis, das es noch nie gab. Was ihre Fähigkeiten sind oder welche Rolle sie spielt, erfahrt man wohl erst in der Zukunft. Tessa gehört zu den liebenswertesten Personen, die eine starke Bindung zu ihren Freundinnen aufgebaut hat. Sozusagen spielt sie eine Art Mutterrolle. Man wendet sich an sie. Aha, okay. Mein Deutsch wieder. Dass man sich an sie wendet, wenn man ein Problem hat.
Ich muss also die Texte auch nochmal ein bisschen umschreiben. Aber schön, dass man sich schon mal durchliest. So sieht man die Fehler erst recht. Lea und Tessa kannten sich auch schon vorher. Jedoch erst vor einem Jahr nahm Lea sie mit ins Boot. Und es war die beste Entscheidung, die sie treffen konnte. Kommen wir zu den D'accord-Leuten. Der Mr. Sands hat, glaube ich, am meisten, die meisten Texte. D'accord. Mr. Sands. Alter 200 plus. Also der ist über 200 Jahre alt. Geschlecht männlich, denke ich doch mal. Lager d'accord. Geburtstag unbekannt. Rang General. Bekannte Kräfte, Gedankenstörung und Unsterblichkeit. Status lebt. Erstmal hier schlucken. Informationen. Mr. Sand ist der Anführer einer Bande namens d'accord. Er ist auch als Mr. Sandy, Owen die Sands und Mr. John Sandman bekannt. Sein richtiger Name lautet aber Sangorda. Er gehört zu den Antagonisten in der Starshine und Soul Sister Legacy-Reihe. Mr. Sand ist ein monsterartiges Wesen mit einem tentakelartigen Bart mit dem Ziel, Garnok aus seinem Gefängnis unter dem Meer zu befreien. Ergo, das ist seine menschliche Gestalt. Die andere Gestalt werdet ihr irgendwann auch mal im Comic sehen, wenn der Zeitpunkt dafür da ist. Und dann werde ich auch wahrscheinlich das Bild hier auch nochmal ändern, dass sozusagen die menschliche Gestalt da ist und diese andere Gestalt. Er ist einer von Garnoks Generälen und scheint mehrere hunderte Jahre alt zu sein. In der Menschenform sieht er aus wie ein einfacher älterer Mann. Mr. Sands ist grausam, verschwiegen und loyal, Garnok freizulassen. Er ist einer, der im Hintergrund die Fäden zieht und die Leute somit manipuliert. Mr. Sands hat eine unklare Geschichte, aber gibt Teile, die wir zusammenfügen können. Wir wissen, dass er ein Anhänger von Garnok ist und als solcher ist er kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein von Grund auf böses Wesen. Eine grausame Kreatur, die den alten Göttern wie Garnok diene. In der Bücherei haben die Soul Rider herausgefunden, dass Mr. Sands anscheinend viel älter ist, als er aussieht. In alten Fotos von 1871 bis 1904 sah man ihn in verschiedenen Gestalten, sei es ein Fischer oder ein Geschäftsmann. Im Jahr 1890 wählte Herr Sands den Namen Owen D. Sands und gründete sein Bauunternehmen Deep Core, unter dem Deckmantel, Deutschland zu industrialisieren. Ist es sein Ziel, in das Herz der Erde vorzudringen? Vielleicht versuchte er schon damals unterirdisch nach pandorischen Erz oder auf irgendeine Weise hinunter zu Garnoks Käfig zu bohren. Aber was auch immer sein Ziel war, sein Geschäftsvorhaben wurde von einer Katastrophe heimgesucht und musste im Laufe eines Jahres geschlossen werden. Durch einen Minenunfall starben insgesamt 211 Arbeiter und 14 Zivilisten ums Leben. 7 Monate nach dem Vorfall wurde die Grabungsstelle geschlossen. Auf dem letzten Foto sieht man Mr. Sands als Chauffeur neben einer uralten Limousine. Er steht vor dem Pine Hill Anwesen, was heutzutage als Gruselhaus bekannt ist. Seitdem hat er sich in Pine Hill Anwesen niedergelassen und wurde im Laufe der Jahre zum Anführer von Dacor. Daco. Alter wissen wir nicht. Geschlecht männlich. Lager Dacor. Geburtstag unbekannt. Rang Lektor. Leiter des Albtrauminstituts. Bekannte Kräfte: Pyromantie, Telekinese und Schattenmagie. Informationen über Darko ist nicht viel bekannt. Er hält sich noch im Hintergrund, bis er seinen Plan vervollständigen kann. Trotzdem sollte man ihn nicht unterschätzen. Von allen Generälen scheint er der aggressivste und auch einer der brutalsten zu sein. Er leitet auch das Albtrauminstitut. Dort werden neue Monster für Darko erschaffen und andere dunkle Pläne werden geschmiedet. Er ist in seiner menschlichen Form ein recht muskulöser Mann und auch mit 1,90 recht groß. In der wahren Form ist er aber wie der Rest der Generäle ein schauriges Monster. Man hat ihn noch nie in dieser Gestalt gesehen. Vielleicht wäre es sogar besser so. Normal trägt er einen schwarzen Mantel und einen roten Schal und ab und zu sieht man ihn mit einem Gehstock. Dieser mit einem Pferdeschädel beschmückt. Dieser ist mit einem Pferdeschädel beschmückt. Samuel? Tarnname Sam. Ergo, er ist der Korps General, so auftritt heißt er Samuel, aber in seiner Tarnung
heißt er Sam. Alter unbekannt. Geschlecht männlich. Lager d'accord. Geburtstag unbekannt. Rang Techniker, Wissenschaftler. Bekannte Kräfte sind auch noch nicht bekannt. Bekannte Kräfte sind auch nicht bekannt. Okay. Informationen. Über Samuel ist doch nicht viel bekannt. Die meiste Zeit befand er sich im Labor oder bei seiner Maschinen. Bei seinen Maschinen. Er hilft Dark im Albtrauminstitut und erschuf neue Monster oder erbaute das Portal auf der Bohrinsel. Bis heute hielt er sich eher bedeckt. Erst seit kurzem verlässt er nun die Bohrinsel, um bei den Sorrowern mitzumischen. Er tarnt sich als Bibliothekar. Er interessiert sich sehr für die menschliche Rasse, auch wenn es eher um Experimente geht. Er ist in der menschlichen Form 1,85 groß und hat langes blondes Haar. Als Bibliothekar trägt er extra eine Brille. Auffällig ist aber immer seine Narbe, die er vertuscht. Am linken Auge ist es meist bedeckt, aber anhand der Augenbraue erkennt man es trotzdem. Nachtreiter oder auch im Englischen Dark Rider genannt. Das Problem ist, dass ich ab und zu mal gerne das Wort Dark Rider und auch Nachtreiter benutze. Ich denke mal, die Sorrowrider werden wohl Dark Rider sagen, aber vielleicht als bessere Erklärung für Jüngere auch Nachtreiter. Obwohl der Comic, ich betone es hier nochmal, der Comic ist nicht extra für 12- oder 10-Jährige ausgerichtet. Das werde ich aber auch irgendwo nochmal niederschreiben. Und wenn irgendwelche etwas brutaleren Szenen kommen, werde ich auch Warnungen davor setzen. Deswegen. So, Sabine, im normalen Zustand, sagen wir mal so, wenn sie bei im Stall mitmischt, sieht man sie so. Und hier als Beispiel, alle Nachtreiter haben hier diese Robe an, nur jeweils mit einer anderen Farbe. Und die Pferde von ihnen sehen auch nicht recht normal aus, würde ich sagen, ne? Also mit den Feuerhufen und irgendwie so einem weißen Auge. Das ist übrigens Khan. Alter von Sabine unbekannt, Geschlecht weiblich, Lager d'accord, Geburtstag unbekannt, Rang Nachtreiter oder auch im Englischen Dark Rider. Bekannte Kräfte sind einfach dunkle Magie und Pferd ist Khan. Information, Sabine gehört zu den allerersten Nachtreiter, die Mr. Sands ausgewählt hat. In ihren Missionen trägt sie eine rote Robe und ihr Gesicht erkennt man nicht. In der Öffentlichkeit gibt sie sich als normales Mädchen aus. Sie hat dunkles, lockiges Haar und trägt einen lockeren Pferdeschwanz. Sabine ist schnell gereizt und scheint auch nicht die netteste zu sein. Sie macht es den Mädchen auf den Hof nicht leicht und sucht nur nach Streit. Sie ist der Überzeugung, dass sie und ihr Pferd Khan das beste Team sind und nur weil ihr Vater einige Spenden an den Stall gegeben hat, meint sie, dass sie Sonderrechte hat. Sagte sie zumindest. Jessica. Gleiches Spiel wie mit Sabine. Muss ich wahrscheinlich auch nochmal hinzufügen, damit man es besser versteht. Ihr normales Aussehen und wenn sie ihre Robe trägt, das gleiche wie hier, nur dass die Robe schwarz ist. Alter, keine Angaben, Geschlecht weiblich, Lager d'accord, Geburtstag unbekannt, Rang Nachtreiter, bekannte Kräfte, dunkle Magie. Pferd wissen wir nicht. Jessica trägt nochmal eine schwarze Robe und selbst in ihren zivilen Klamotten scheint wohl schwarz ihre Lieblingsfarbe zu sein. Sie hat schwarze lange Haare und dieser ist in einen strengen Pferdeschwanz gebunden. Von allen Nachtreitern ist sie am zickigsten und man kann sie leicht provozieren. Sie nennt sich selber die Prinzessin der Finsternis und sie ist sehr stark von sich selbst überzeugt. Katja hat eine weiße Robe und normal sieht sie so aus. Alter, keine Angaben, Geschlecht weiblich, Lager d'accord, Geburtstag unbekannt, Rang Nachtreiter, bekannte Kräfte, dunkle Magie und Albträume. Pferd Stalker. Katja ist von allen Nachtreitern die ruhigste, aber die verbissenste. Sie plant gerne im Hintergrund und spielt gerne mit Wörtern, um ihr Gegenüber noch mehr zu verletzen. So kalt wie sie ist, spiegelt es auch ihre helle weiße Robe wider. Im Zivilen trägt sie eine weiße Jacke und ein weißes Oberteil und auch einen weißen Rock. Sogar mittellange weiße Haare hat sie. So, das waren so mal im Groben die Charaktere. Ich glaube, die Vorgeschichte habe ich ja schon einmal vorgelesen. Von Starshine Legacy. Das habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen. Das ist jetzt auch so im Groben. Impressum und Gedöns muss ich noch alles hinzufügen, aber das kommt jetzt so nach und nach. Ergo, wenn wir wieder auf den Anfang zurückgehen.
Band 1, also Comic 1 von Episode 1 ist schon drauf, aber der Rest fehlt natürlich noch. Und das kommt auch nach und nach, aber ich möchte euch natürlich auf den Laufenden halten. Das war's dann aber auch mit diesem Infovideo, ihr Lieben. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Restmontag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.